Und genau deshalb kandidiere ich für Die Linke, weil sie die Einzige ist, die die soziale Frage nicht gegen die ökologische ausspielt. Ich bin in Niedersachsen auf dem Dorf aufgewachsen und lebe dort eigentlich bis heute. Verschiedene Erlebnisse haben mich politisiert. Einerseits Reisen in Länder, wo ich Kinderarmut gesehen habe, aber auch Reisen zum Polargebiet, wo ich viel mit Wissenschaftlern gesprochen habe, wo mir die Klimakrise als solche erstmal bewusst wurde. Und natürlich auch das Engagement auf dem Mittelmeer. Die größte soziale Krise dieser Zeit ist die Klimakrise. Sie betrifft halt besonders Menschen, die schon arm sind. Und sie macht jedes soziale Problem noch schlimmer. Ich finde es deswegen total wichtig, dass Die Linke damit Klimagerechtigkeit auf einen vorderen Listenplatz setzt. Eine Person, die mich inspiriert hat, ist Rosa Parks. Rosa Parks ist als schwarze Frau nicht aufgestanden, als eine weiße Person ihren Sitzplatz haben wollte und hat damit riesige Boykotte ausgelöst. Rosa Parks, um die sich ja die Geschichte rankt, dass sie zufällig verhaftet wurde im Bus. Tatsächlich war sie total gut mit anderen Menschen organisiert und hatte alles geplant. Alleine erreicht man nicht so viel, zusammen mit anderen Menschen aber sehr viel. Und das finde ich sehr inspirierend. In Europa haben wir die Wahl. Ein gutes Leben für alle oder die Rückkehr des Faschismus. Für mich und für uns alle hier ist klar, wir streiten für ein Europa der Solidarität. Die Linke ist die Einzige, die keine Konzernspenden annimmt. Sie legt sich mit den Konzernen an, mit der Lobbypolitik. Und sie ist die Einzige, die klar für Menschenrechte einsteht. Deshalb kandidiere ich fürs Europaparlament. Deshalb sollte man Die Linke wählen.